Hallo, liebste Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Honil von mir, dem Hube, hier auf HubeTube. Und ich bitte wie immer etwas Leckeres zu essen, was Kühles zu trinken, ob von denen ganz viel Spaß. Während wir in, ja, Vertania stehen. Wer die letzte Folge gesehen hat, wundert sich vielleicht. Ich habe die Schnellreisefunktion gefunden, schaut mal da. Travel, S, drückste S, kannst du schnell reisen. Ich bin halt auch ein absoluter Honk, dass ich das bisher nicht gecheckt habe. Aber gut. In Vertania lauert nämlich der letzte Arenaleiter auf uns. Bin schon sehr gespannt, wer das sein soll. Giovanni wird es ja wohl nicht sein. Oder doch, weil er ja rausgekommen ist aus dem Knast. Ja. Mal gucken. Also, was sagt er hier so? Wer kommt für your final gym challenger? Bug-Type Masters train hier. Bug-Type? Therefore using Fire, Rock or Flying Type might work for you. Take this, it could come in handy. Danke. Das ist ja dann mit Glurak quasi geschenkt. Ah, okay. Da sind dann die Pfeile nach unten. Alles klar. Hi, alter Mann. You dare to underestimate the power of bug types? I will spread it out before you like two large butterfly wings. Okay, er wird es wie große Schmetterlingsflügel vor uns draußen dingsen bumsen. Ich will einfach zu 1000% sicher gehen, dem alten Mann gar keine Chance zu lassen. Er faintet einfach, dieser Hund. Okay, tschüss. Dodo! Dodo heiratet dieses Jahr, by the way. Ich bin voll froh für den Kerl und super stolz auf ihn. Lapras moved up. Ach ja, wir haben übrigens eine Veränderung im Team. Nicht, dass man sich wundert. Ich habe jetzt Duo Blade hier drin. Statt Gyarados. Zweimal Wasser-Pokémon fand ich irgendwie, tat nicht Not. Hallo? Geil, es kämpft tatsächlich gegen uns. Das wollte ich doch einfach nur testen. Wie witzig. Wenn du das überlebst, fange ich dich. Oh. Sogar gut überlebt. Oha. Wie viele Crits willst du haben, ey? Okay, Mochila. Ja, Pokeballs. Great Ball. Fly. Stabil. Die Level sind noch so gestört hoch, ne? Einfach 2200 Erfahrungspunkte. Gib ihm. Kein Nickname. Brauchen wir nicht. So, hier war doch was von wegen... Wo ist jetzt dieser Schlüssel da? Don't you get lost with so many different Pokémon? I find it hard to remember the first 151. Ja, fühle ich sehr, Kai. Fühle ich absolut. Tschüss. Gut, auch noch gekrittet. Das ist natürlich doppelt gemein. Wieder ein Level Up. Flygon. Okay. Okay. Du bist aber jetzt kein so richtiger Bug-Type. Mein Kollege. Dragon Rush, Alter. Das ist gerade nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Sollten wir überleben. Aber der hat schon gut Damage gedrückt. Alter Vater. Tschüss, Flygon. So. Okay, dann können wir ja jetzt schon die Lemonade immer verteilen, die wir freundlicherweise erhalten haben. Oder halt irgendwas anderes, das wir hier finden. Ja. Gönn dir Charizard. So, den Ariados nehmen wir aber auch wieder mit. Ist halt free 2000 Erfahrungspunkte gerade irgendwie gewesen, ne? Das ist schon strong. Und hier, ihr merkt schon, lassen wir nichts anbrennen. Und Flamethrowern ihn einfach des Todes weg. 2200, ey. Wirklich, nur die Level-Ups hier. Duo Blade auch, noch nicht einmal gekämpft. Der hat halt ein bisschen strange Werte. Insbesondere im Speed ist er halt super schlecht. Die Defense ist dafür halt ultra krass. Ich hätte auch erst vor, ihm Revenge zu geben, aber das kann er irgendwie nicht lernen. Wir haben einen Blue Key, also wird es wahrscheinlich auch einen Red Key geben. Ah.
In Ordnung. Ich nehme einfach mal mit. I used to teach how to catch Pokémon to youngsters passing through Viridian City. Now I help out at the gym. Okay, cool. Kleiner Cameo-Auftritt. Koichi ist ja aber nicht. Wow, Liverny, du bist sowas von vierfach Schwäche tot. Mashallah. Tschüss. Gut, Parasekt. Das gleiche. Seit wann ist Parasekt Grastyp? Sass? Was nicht sonst eigentlich immer rein? Ein Käfer? Naja gut, ist dann so. So, dann sollten wir mal... Oh, hier lang können wir gar nicht. Ja gut. Dann geht's weiter hier hoch. Und dann da runter. Das ist das nächste Mäuschen. Our leader is a man of honor. He even joined Team Rocket because Giovanni's mother asked him to accept her son as a reward. Wahrscheinlich Reward. Hä? Hisako. Pass mal auf. Auch wieder so ein Ding, ne? Ey, das ist halt so fies mit Glurak hier. Das ist echt... Alter, 4800! Komm, hör auf! Ja, hier brauchen wir beide Schlüssel. Das war fast klar. Damit haben wir auch den roten. Kann aber richtig schön nochmal Erfahrung sich schnabulieren, ey. Das kann ich auch nicht evolven. Eigentlich müsste das noch ohne evolven. Um zu nuggeln, aber hey. Ich habe jetzt übrigens ein Charizard Y da hinten. So da. Irgendwo hängen. Mein Sohn hat so ein Mandala davon aus gemalt und ist einfach in die Wand gehängt. Echt cool. Danke. Ja, nun. Sorry. Ich werde vielleicht... bin nach wie vor krank. Also mich wirklich... So doll hat es mich lange nicht erwischt. Ist ein wenig ätzend, aber nutzt halt nichts. Wenn du zwei Kinder in Bildungseinrichtungen hast, dann bringen die immer irgendwas mit. Hä? Hä? Wie kommen wir denn da hin? Hä? Ich bin mighty überfordert. Ach, hier ist noch ein Weg, okay. You dare to face me? When I was young, I was the third best trainer in the world. Okay, Kenji. Whatever you say. You and your Cricketune. Das ist schon sehr imposant. Also den drittmächtigsten. Caesar. Haha. Das ist halt echt fies. Diese ganzen Vierfachschwächen, ne? Oh. Amphi. Sehr gut. Alakazam. Excellent. Gut. There it goes. Hello, my dear grandson. You finally come to visit your granny. No, I didn't. Leider sind alle meine Grannys tot. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß oben im Himmel. Ihr beiden. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Hurricane Festival. Oh, der Crypto. What a damage. Junge! Es könnte sogar sein, dass der schneller ist, ne? Dann sind wir einfach dead. Okay. Okay. Dewblade ist jetzt auch gerade nur am Leveln kriegen, ne? You've gotten so big! Oh. Grandma. Behave. Was ein kinky Shit. Hä? Was ist denn da los? Irgendwie komme ich hier nicht drauf klar gerade. Irgendwas übersehe ich doch. Das vor allem maßgeblich den Schlüssel halt. Sag mal, bin ich blind oder bin ich blöd? Vielleicht wird es eine Kombination aus beidem sein. Aber... Ich bin der Meinung, ich bin jetzt jeden Weg hier abgelaufen und habe nur einen Schlüssel gefunden. Kann doch nicht wahr, Steiner. Ich habe doch beide Keys. Ich bin wirklich blöd.
in Ordnung. Ah! Oh, den kenne ich. Da, ja, den kenne ich aus dem anderen Pokémon-Spiel hier. Seishon. Pokémon Rocket Edition. Ist der Kanon? Offensichtlich ist der Kanon. Oh, ich habe nichts mehr zum Heilen, außer Revives. Komm, dann gehe ich erstmal nochmal ins Center. Ich kann nochmal in den Laden, um ehrlich zu sein. Hat auch kaum noch PP auf Flammenwurf und sowas. Das musste jetzt nicht sein. Ach ja, ich vergaß. Wir haben hier ja den Laden. Kann man so ein paar Bälle holen? Oh, 99 einfach. Ah, oh, hier gibt es gar keine. Das sind nur Fieber Potions. Das ist ja schäbig. Na gut. Diese Kombination holen aus. Heilt alle KP und auch noch alle Status-Dingers. Aber nö. Perfekt. Ich weiß nicht mal mehr, wie das Ding heißt, ne? Oh, das könnten wir hier ja wieder. Das ist ja witzig. Die respawnen. Den habe ich jetzt extra nur mitgenommen, weil ihr seht, wir sind dann kurz vor Level 67. Das wollte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Klack. Einfach mal mitgenommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Kabutops. Okay. Uranus. Ah ja, Uranus. Team Rocket. Ousted and reduced to ashes, thanks to your last relentless assault. And Giovanni, faced with the inability to continue leading the efforts of such an organization, has made a decision to give up. Maybe it's better this way. Team Rocket was born during feudal times with nobler purposes than today, with the mission of defending the honor of Kanto against the invading hosts. But in recent decades, it has degenerated into a perfidious criminal gang with the sole objective of satisfying its most selfish appetites. Ja gut, wie gehoben willst du labern? Giovanni may have been a blowhard, but I don't consider myself one, Huber. I know that I am about to fight one of the toughest fights of my entire career as a trainer. Having you as an opponent is no small matter. I invite you with all my strength to try to take the last gym badge from me. Only one last hurdle separates you from the Pokémon League. Vor allem meine Schnoddernase. Wieder Urano, challenges you. Ach, Saiter. Süß. Hoppala. 64 hat einfach ein geringeres Level als die anderen, so, ne? Ich denke, der wirkt so klein und schmächtig. Wir haben ihn einfach totgebrannt. Kabutops. Jetzt hätte ich so gerne ein fucking Gras-Pokémon. Aber nein. Dann muss halt Lapras das regeln. Ah, wobei. Kabutops wird Stein haben, ne? Ist nicht unbedingt gut gegen den. Genau das nämlich. Ah, ich bin so dumm. Bin so dumm. Aber wer hätte auch das gedacht, dass er ihn einfach one-shottet? Boah. Gut Coverage haben, der Junge, ne? Oh, exzellent. Danke, Nidoking. Ja, mega. Das switchen wir dann wieder zu Charizard. So, und dann flamethrowern wir den Jungen weg. Sehr gut. Hälfte ist schon mal down. Ohne große Verluste. Heracross, da bleiben wir auch drin. Jawohl. Vier Sechstel sind einfach down. Pinsir, da bleiben wir auch drin. This heat. This fire. I haven't felt like this since I was young.
Okay. Hat er da die Mega Evolution? Kriegt gleich nochmal so ein Feuerding ab und ist einfach One-Shot. Gut, Kabutops war das Einzige, was so ein bisschen out of place war und nicht one-shotted werden konnte, glaube ich. Ach, hat er nur 5? Ich doch 6, habe ich nicht mitgezählt. Just like an insect can lift up to 10 times its weight, you too display the power 10 times greater than you appear. And for that, I praise and revere you. You persevered to the end and earned a well-deserved victory. Such bravery should be rewarded with the most valuable badge in existence, the Sylph badge. Sylph? Okay. Sorry. However, all these accolades are too few for the warrior heart that beats in your chest. I will also give you my favorite TM. Megahorn. Okay. Anyway, do you know where to go? By earning the 8 badges, you can cross Route 20 and take the path to Mount Silver. If you make it through, you'll find yourself at the Pokémon League. It is a laborious path that every aspiring champion must overcome before the final challenge. As for me, I could not enjoy a greater privilege than to chisel the end of my career as a Pokémon trainer with this fight that we've just fought. I will retire and spend what time I have left with my family and meditation. Stabil. Hier ist Team Rocket auch wirklich ehrenvoller als in vielen anderen Pokémon-Spielen. Insbesondere den Main-Games halt. Das ist ja wirklich nichts anderes als so eine Criminal Organization, wie sie sich selbst auch hier genannt haben. Hier sind sie. 150 Jahre alte Tradition. Altes Zeitalter und ganz viele gute Dinge. So. Ihr merkt schon, wir sind direkt on the way. Route 20. Was? Kein Rival Fight? Was ist denn das für ein Schirm? Okay, Nidoran. Das lassen wir mal lieber. Oh, hallo, was ist denn da los? Watch out, Hube. It's those two fools again. Do you want a fight or what? Ich glaub nicht. I'm afraid not this time, young trainer. We moved. Moved? Where to? To the Johto region. We are going to try to cross the border without being seen. There we will try to rebuild Team Rocket from the shadows. Don't you know yet? Your dear Giovanni has disbanded Team Rocket and has gone into self-exile to who knows where. Look, kid, I'll tell you one thing. We owe everything we have to Team Rocket. It is our whole life. We don't care how long Giovanni takes to return from exile. We are sure that one day he will lead us again and Team Rocket will recapture its former glory. Well, there you go with your illusions. Let's go, Ariana. If we hurry, we can cross the border during the changing of the guard. Okay. Without a doubt, Team Rocket attracts the oddest of individuals. But what does it matter? The path to the Pokémon League lies before us, Hube. I intend to get there before you and defeat the Elite Four. I especially can't wait to fight Champion Lance. Okay, die sind jetzt wohin gegangen? Da wahrscheinlich dieser schmale kleine Streifen. Great Ball! Auf in die Pokéball-Tasche. Ah, jetzt geht's hier schon los mit Epic Music. Route 21, aha. Alexa. Ist hier unten jetzt der Way? I was taking pictures when I saw a lady dressed strangely. I was so scared. Aha. Rita. Okay, Rita ist unser Level. Jetzt nicht so richtig kontrolliert worden, dachte ich, dass das vielleicht noch ein Gebiet ist. Da kann man auch schon ganz am Anfang hin, aber dann hätten uns die Officers wahrscheinlich aufgehalten. So ein Rando-Trainer hier immer, ey. Kingler. Ja. Da würde ich sagen, machen wir mal das hier. Thunderbolt habe ich übrigens auch neu beigebracht. Was einfach schneller ist als wir, ne? Es frustriert mich so sehr, ein so langsames Elektro-Pokémon zu haben. Nidoking. You don't seem very normal either. I don't am normal. Hier ab. Ah, Mist. Okay, da kommen wir dann da schon nicht mehr hin. Ist das der 22? Der Weg jetzt zur Pokémon?
Liga. Nehmen wir noch mit. Don't say anything. Let me guess what you are thinking. Don, you're going to the Pokémon League. Ja. Strong. Kalixto, wirklich, wirklich strong, soll ich sagen. Du bist so schlau. Gib meinem Charizard ein Level Up. Meteor Beam, das klingt fies. Ah. Sein Special Attack ging ab, okay. So, und haben wir unsere Geschwindigkeit erhöht. Unser Level erhöht. Würdir. Oh, was? So ein Schund. Naja. Wir werden bestimmt irgendwo nochmal so ein Häuschen haben, wo uns irgendjemand heilt. So. You're too much. I fucking am. Weg ist hier so gänzlich anders. 21. Es sind noch mehrere Wege. Ja, ist interessant. Okay. Dann finden wir mal in der nächsten Folge raus, welche Wege alles nach Rom führen. Ich danke euch immer fürs Zusehen, wünsche euch alles erdenklich Gute und dann bis dann.